Ich habe einen kleinen Schutzengel bei mir immer. Da habe ich eine Kette geschenkt bekommen, die trage ich immer, die beschützt mich. Klar, unser Ziel ist, dass wir immer Vollgas geben, aber es gibt halt so viele Faktoren, die einen auch mal daran hindern. Sprünge oder Kurse, wo man ein bisschen mehr Respekt hat. Dann gibt es irgendwo auch Gegner, vor denen man mehr Respekt hat, vor denen man, ja, die vielleicht ein bisschen brutaler sind. Das wissen wir ja dann alles schon. Oder wir kennen die ja mittlerweile gut. Immer dabei ist natürlich der Helm und der Rückenprotektor. Das schützt auf jeden Fall, das ist wirklich wichtig und das ist auch fürs Gefühl einfach gut, dass man weiß, dass man nicht völlig seinem Körper ausgeliefert ist, dass da noch was da ist, was einfach eine zweite Haut ist, sag ich mal. Hundertprozentige Sicherheit, die gibt's einfach nicht. Die gibt's aber nirgendwo im Leben. Ich kann genauso auf der Straße ausrutschen und mir irgendwas antun. Und bei mir überwiegt einfach die Lust an dem Risiko und auch also der Spaß an dem Sport einfach, dass ich sage, ich nehme das Risiko in Kauf. Dann da noch alles unter Kontrolle zu haben, das ist halt schon cool. Also das funktioniert nicht immer, aber das ist natürlich das Ziel davon. Und da merkst du dann wirklich einfach die Fliehkräfte, die Geschwindigkeit. Und da entwickelt man dann so einen Flow. Und das ist dann schon cool. Das hat schon nochmal so was ganz Besonderes.